mich jetzt gleich wieder drauf bin, Flügel. Also ich bin hier am Schubbern und am Sachen machen und wir können ja mal gleich schauen, dass wir jetzt dieses abernten können. Ja, ich will aber nebenbei noch was von Minecraft installieren, wenn Nico soweit ist. Hast du das gemacht? Ja, ich hab das jetzt runtergeladen. Dann öffne mal den ZIP-Ordner. Da ist eine Java-Datei drin. Na was? Ach, verpiss dich, Holzer, hier leben. Was hast du heute gemacht, Kurt? Ich war mit Nico in der Schule. Bis, 17 Uhr haben wir hart gebüffelt. Glaub mal. Du warst ja den Schmerz. Nein, ich war bis um 13:30 mit Nico in der Schule und dann bin ich zu den Schneers gefahren, hab denen den Pulli gegeben, hab 5 Bier getrunken mit Lasse, während Tore Krams gemacht hat. Sind die da langsam mal fertig? Dann bin ich, die haben alles wieder aufgerissen und auf den Rat von Kevin gehört. Und welchen Rat? Ja, die haben ja den Split haben sie ja 15 cm hoch gemacht und den haben sie jetzt nochmal komplett hochgenommen, haben Mineralgemisch drunter gepackt und haben dann den Split wieder neu rauf gemacht. Ja, das weiß Tora aber auch, dass man den nur maximal, keine Ahnung, gerade 14 wieder macht. Ja, das haben sie jetzt auf jeden Fall neu gemacht. Und nach dem 5 Bier bin ich mit Imke zum Döneressen gefahren, hab Döner gefressen, dann habe ich einen kleinen Mittagsschlaf gemacht und schwuppsiwupps sitze ich vorm Computer. Wow. Was ein Fleiß, ey. Und warum fährst du in die School während deines Urlaubs? Weil wir so harte Macker sind und so schlecht in der Schule. Das kommt bei jetzt vom PC. Ihr müsst immer eure Minecraft und die ganze Scheiße, das alles müsst ihr in die Schule packen, dann werde ich schon fertig. Du sollst ja Maul halten. Ich könnte euren Dozenten in eine Pfanne hauen. Wollt ihr das Freitag mach? Ich dachte, du wolltest von Freitag auf Samstag dahin. Ja, mach ich doch auch. Junge, was durfst du denn mal nicht losfahren? Um 17 Uhr oder was? Weiß ich nicht, ich wollte um 12 da sein. Freitag? Ja. Freitagmittag um 12? Nein, na. Ja, Junge. Alter, spätestens. Ja, locker. Ich fahr mal zu den Schafen und zu den Schweinen und zu den... Ich weiß, ich kann's nicht installieren. Minecraft hat das auf D oder auf C geschmissen damals? Alles auf D. Aber er, dieser neue Launcher, da habe ich jetzt das Verzeichnis alles auf D gemacht, aber er will es halt trotzdem noch auf C runterladen. Und warum kommen die das eben machen? Nico, mach mal deine Spieluhr da aus. Die ist geil, ne? Nein. Was bist du denn jetzt so kurz? So, nochmal. Alle guten Dinge sind 10. Weil du ihn dazu machst. Schon wieder auf 10. Ne, Krise. Was ist auf C? C ist. Lass mal da oben als erstes stehen. Ich bin auf 23. Mit dem Black Beauty. Heute Abend noch richtig. So ja, ab 21 Uhr. Sturm und all das Land unter. Sag mal Bescheid, wer Feuerwehr einsetzt.
Wendgeschwindigkeiten bis 100 km/h haben sie angesagt heute. James? Hast du einen Pieper zu Hause in dem Mann? Nein. Aber er ist im Messalarm, ne? Noch nicht mal das. Geht sofort los, Nico. Ja. Und ich lasse gleich mal schauen, dass er mir Bescheid sagt. Ich hab Bock auf Feuerwehr, irgendwo im Keller ausprobieren und Bier saufen. Und dann sag ich einfach so, ich war die ganze Zeit wirklich die morgen zur Arbeit. Ja, aber denk dran, dass KTE dich morgen trotzdem zur Arbeit schickt, wenn du bis 3 Uhr morgens im Keller auspumpst. Überreden, ich kann nicht. Ich hab schon. Das wird er dir schon erzählt. So, du bist in Games drin, ne? Ja. Wie, also hast du was in Server Resource Packs? Ist da was drin? Nö. Yeah. Und in Resource Packs? Nö. Und in Mods? Ja, eine ganze Menge. Ja, siehst du, da habe ich gar nichts drin. Hast du einen leeren Ordner da reinkopiert? Nein, ich habe gar keinen Ordner da reinkopiert. Den solltest du doch da reinkopieren. Ich sollte doch nur die... Du hast gesagt, ich soll das löschen, was da drin ist. Und dann da Ordner. Das entpackte Dings reinpacken. Ja, den Mods-Ordner. Welchen Mods-Ordner? Geh mal, du hast die ZIP-Datei... Ah, warte, ich habe einfach nur die ZIP-Datei da reingemacht. Jo, du musst den Ordner da reinlegen. Der heißt Mods, der Ordner. Ja. Jo. Ob man das auch irgendwie alles irgendwo verkaufen kann? Kompass muss ich bei uns auch noch verkaufen können, ja. Aber wo? Muss man auf die Karte gucken. Da steht doch immer Kompass. Wo bring ich gleich die Wolle hin? Was? Wo bring ich gleich die Wolle hin? Neben der Bäckerei. Da ist Spinnerei. Was, wie sieht Kompost denn aus? Der Kompost, das ist doch der da oben bei unserem Hof liegt, der schwarze. Ja, aber wie sieht das aus als Dings? Man müsste mal darauf klicken können, auf die Zeichen oben, weißt du, damit man mal sagen könnte, welche Zeichen überhaupt das sein soll. Kannst du doch. Kannst du doch. Ich nicht. Du drückst Escape. Ja. Und dann? Verkaufsstellen und dann aber mit sagt die an, was das bei ist. Bei Feldfrüchte zeigt er dir an, was das ist. Ja, aber die anderen ja nicht. Rüben ist ja alles klar, aber was ist dahinter? Fülle, ja. Kann man sich so Paletten kaufen in diesem Spiel? Nein. Nee. Das wäre viel schwieriger, wenn man die Palettengabeln so immer auf eine Palette legt und nicht einfach auf den Boden in der Wiese bei den Schafen. Ja, für Gewichte wäre es auch besser. Ja. Warum haben wir denn eigentlich noch diesen Tieflader für Holz, wenn wir gar kein Holz mehr machen? Da machen wir es ja immer noch mal.